Wieder mal auf meiner gemütlichen Couch. Ich bin gleich im Video zu sehen in einem Raum vom Sport- und Gesundheitszentrum. Den durfte ich nutzen nach meinem Livestream am Mittwoch. Und ich habe wieder ganz mutig die Musik genutzt und habe wieder überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass der schon beim ersten Video, ne, als ich die Musik von Laxet hochgeladen habe, hier das Video hochgeladen habe mit der Musik, das Video ja gestrichen wurde. Meine ich jedenfalls, es ist gar nicht erst hochgeladen worden. Das war sofort weg. Oder habe ich nur die Mail gekriegt? Also es gibt da so Unterschiede, ne? Mal kriege ich nur eine Mail und dann steht da, dass es zwar doof ist, dass ich das gemacht habe irgendwie, aber ich würde jetzt nicht im Gefängnis landen, sondern sie würden jetzt Werbung schalten. Und dann steht das aber doch wieder so blöd da, dass ich denke, ist es jetzt richtig, das oben zu lassen? Aber bei diesem Lied war es eindeutig, meine ich. Manchmal bin ich auch einfach nur eine Memme und kriege Angst und lösche es dann, wenn ich so eine Mail kriege. Und manchmal bin ich mutig und lasse es stehen. Aber ich meine, hier wäre das Video gar nicht erst hochgeladen worden. Das wäre sofort verschwunden. Deswegen habe ich in dem Video jetzt gleich beide Sequenzen, wo man eigentlich nur die Mitte von mir sieht. Tja, da musste ich einmal unterbrechen. Meine Mädchen können das nicht leiden, wenn ich sowas mache. Und da ist gerade eine runtergekommen. Deswegen haue ich mir immer die Nächte um Ohren, ehrlich. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier unten auftauchen, etwas geringer. Ja, eigentlich tauchen die gar nicht mehr hier unten auf. Wir sind hier echt im Corona-Lagerkoller. Das ist unglaublich, wirklich. Ja. Ich sage da jetzt nichts mehr zu. Ich versuche mich daran zu gewöhnen. Ich genieße es, solange sie noch da sind. So, also, deswegen habe ich diese Szenen, wo nur die Mitte meines Körpers zu sehen ist, drin gelassen, weil man sieht, wann ich auf Play drücke bei Laxet, bei YouTube, und das Video verlinke ich unten, okay? Und wenn ihr das aufruft und mit mir gleichzeitig auf Play drückt und dann mit mir genauso anfangt, dann ist es synchron. Ja, dann machen wir jetzt gar nicht mehr den Versuch, dieses Lied in meinem Video laut zu spielen. Da seid ihr jetzt gefordert, das hinzubekommen. Ne? Man sieht den Finger bei beide Male, wo ich das Lied laufen lasse, sieht man, wie ich mit dem Finger auf Play drücke. Zum Glück habe ich das gemacht. Ich hatte es mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin immer so naiv und so dusselig zwischendurch. Und, naja. Ich denke immer, die verdienen genug. Da kann doch eine kleine Jenny die Musik benutzen. Nein, da habe ich nicht. Okay, so. Das wollte ich nur vorher noch mal klären. Ich rede auch ein bisschen viel. Wenn ich euch zu viel rede, dann spult er einfach vor. Ne? Also ich habe manchmal so eine Quasselei. So. Ich bin Tanzlehrerin. Das ist zum Job, dass man viel redet. Und manchmal finde ich dann den Punkt nicht. Und dann könnte ich ja bei YouTube ganz einfach so... Ne? Müsst ihr ja gar nicht so richtig zuhören. Nur wenn es wichtig ist. Ich finde immer alles wichtig, was ich sage. Quatsch. Okay, jetzt geht's Video los. Viel Spaß. Hey, guck mal, was für einen tollen Raum ich habe hier. Ich darf den noch ein bisschen nutzen. Nicht mehr allzu lange. Aber bin ich sehr dankbar für. So, es geht nochmal um meine Rekits-Aufgabe. Mit den 8 Bildern. Die Choreo ist ja eigentlich fertig. Da könnte man jetzt so sagen, dass die fertig ist. Und ich warte ja immer noch. Ne? Ein Mädel hat mir einen 8er Vorschlag geschickt. Da hatte ich nochmal in der WhatsApp-Gruppe aufgerufen. Tja, die wusste gar nicht, um welches Lied es geht und um welche Aufgabe. Aber sie hat sofort einen 8er rausgehauen. Hammer! Oder? Jetzt muss ich nochmal mich erinnern, wie der ging, der 8er von ihr. Er hatte, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So war das. Bräuchte noch einen 8er. Kann denn nicht mal einer von euch noch einen 8er raushauen hier? Weil ich habe doch schon so
Mein Lied ist ja schon fertig. Ich sehe ja schon gut aus auf der Bühne. Ist zwar am Ende vielleicht so wie schon wieder die gleichen Achter. Ne? Könnte passieren. Könnte echt passieren. Aber wenn wir das so mit richtig viel Überzeugung rüberbringen und immer strahlen und immer mit dem ganzen Körper tanzen und nicht nur mit so kleinen Mini-Bewegungen, dann sieht das gut aus. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe das heute schon beispielsweise bei Deutschland.tv habe ich das schon gezeigt. Und gestern mit den Kindern beim Jekins Skypen habe ich das auch mit den Kindern schon so gemacht. Und das war gut. Das war gut. Ja. Aber ich weiß, ihr habt noch mehr. Ihr könnt mir noch mehr. Ehrlich. Ich baue das jetzt mal aus. Automatisch. Entschuldigung, das ist hier wieder so lustig. Ich baue das jetzt mal. Oh, nee, da darf ich ja nicht drauf drücken. Ich muss ja hier drauf drücken. Oh, jetzt hätte ich euch beinahe weggedrückt. So, Achtung. Ich baue das jetzt einfach mal irgendwo ein. Jetzt ist natürlich meine Baumgeschichte mit dem Tütü komplett verschwunden. Das finde ich auch doof. Deswegen, ja, das finde ich auch ein bisschen doof. Deswegen würde ich das jetzt irgendwie anders machen. Also entweder machen wir das jetzt erstmal so, dass Milenas Achter als erstes kommt, dann mein Baum mit dem Tütü. Das wäre eine Möglichkeit. Das finde ich auch cool. Oder erst Milenas zweimal und dann meins, wie wir es
halt schon gemacht haben. Ja, jetzt fühlt mir wieder die Interaktion. Ne? Das ist jetzt so der Moment, wo ich dann meine Gruppe frage: Kinder, wie seht ihr das? Wie würdet ihr das gerne machen? Was findet ihr? Habt ihr noch eine andere Idee, die wir auch noch mit reinnehmen können? Also das ist ganz schön herausfordernd, muss ich ehrlich sagen, in der Corona-Zeit, immer mit einer Kamera zu flirten hier. Und nicht mit meinen schönen, lieben, vielen tollen Kindern. Wisst ihr, wie viele Kinder mir fehlen? Soll ich das mal sagen? Alleine Seekids und Gemo sind 120 Kinder. Pro Gruppe habe ich 20 Kinder. Ich habe 6 Gruppen. Ja, das stimmt nicht ganz. In einer Gruppe sind mehr als 20 und in ein, zwei Gruppen sind weniger als 20. Also so ungefähr 120 Kinder. Dann habe ich hier im Sport- und Gesundheitszentrum 40 Kinder. Ich habe nochmal eine Gruppe mit 12 Kindern, die mir fehlen. Die ganzen Kindergartengruppen, 6 Gruppen hätte ich. Nee, jetzt hätte ich hier 5. Zwischen Ostern und Sommer waren es nur 5. Normal habe ich 6 Projekte, jeweils 10 Kinder. Ja, also 50, 60 Kinder, die fehlen. Freitags habe ich 15, 16, 17, 18, 4 Kindertanzkurse, wo auch, ich sag jetzt mal, also ein, zwei Kurse explodieren immer mit fast 20 Kindern, manchmal auch drüber, und die anderen sind so zwischen, ich sag jetzt mal, 10 und 16 Kindern. Ja, nehmen wir jetzt das Mittel, in jedem Kurs 13 Kinder, da, so viele Kinder fehlen mir. Ich habe jetzt mir was ausgedacht. Ich gehe einfach immer mal eins besuchen. Eins, was richtig toll mitmacht. Entweder als einziges in dem Skype hier Kids tanzen, auftauchen, ja, so wie zum Beispiel die Mathilda. Oder genau, die mich einfach anruft und sagt, kannst du mal mit mir spazieren gehen? Mache ich das? Und ja, das ist doch toll. Also streckt euch an. Meldet euch bei mir. Schenkt mir Achter. Okay? Gerade überlege ich, ob das jetzt alles gut war, was ich gesagt habe. Ich tanze das jetzt noch einmal. Und zwar, so wie ich es gerade gesagt habe. Erst die Milena. Oben, oben, unten, unten. Tak, tak, tak. Ja, genau, habe ich jetzt. Und dann meinen Himmel mit den Bäumen drumherum und dem rosa Tutü. Ja? Wer jetzt nicht versteht, wovon ich rede, der muss sich bitte die anderen Videos angucken. Und zwar habe ich jetzt die Zahlen vergessen. Angefangen hat es, glaube ich, mit Corona 21. Ich schreibe es unten drunter, ich verspreche es euch. Ich werde dran denken, okay? Dass ich einen Link setze zu den Videos, die man besser hier vorher schon gesehen haben sollte. Sonst wisst ihr nämlich gar nicht so genau, was ich meine. Denn die Bewegung, die ich jetzt gemacht habe, die erste Bewegung, die Sonne, war das Bild mit den vielen gelben Blüten. Die zweite Bewegung, der Langläufer, war das Bild mit den vielen weißen Blüten und der einen gelben da drin. Das ist der Langläufer. Hatte ich ein Schaf, das ist das in die Hocke gehen. Und dann hatte ich ein Schild, das ist die Bewegung, wo die Hände dann vorne sind. Das ist das Schild, das war so ein Ritterschild, was ich im Wald gefunden habe. Das habe ich fotografiert. Von da aus war das nächste Bild ein kleiner Abenteuerspielplatz mit so Seilen, die an einem Hang runterhingen. Das war das Schwungholen von hinten nach vorne. Und dann habe ich einen Teich fotografiert, wo man auch sonst was für Bewegungen sich hätte einfallen lassen können, weil da ging es um Krokodile und Enten und ich weiß es nicht. Aber ich bin bei dieser Schwimmbewegung wieder mal hängen geblieben, aber ich tanze sie wenigstens ein bisschen anders. Ja? Man ist ja auch so ein Automatismusmensch. So, und dann gab es noch das Bild mit dem Himmel und den Wolken mit dem Himmel und den Bäumen, den Baumkronen, die man da oben so gesehen hat. Ja? Deswegen bin ich im Kreis gegangen und habe die Hände nach oben gemacht. Und dann gab es noch zum Abschluss, ich glaube, ein Bild mit rosa Blümchen, aber mit so ganz süßen Blüten. Und das erinnerte mich halt an die ganzen rosa Tutüs meiner Tanzmäuse hier, wenn sie ganz frisch zu mir kommen. Die sind ja fast alle rosa, die Mädels. Ja? Und daher dann die letzte Bewegung. Okay? Jetzt habe ich also doch nochmal, ihr müsst also nicht unbedingt die Videos angucken, aber ich fände es schön, es ist schon so ein bisschen aufbauend. Ne? Okay.
Tja, ich habe mich vertan, Milena, tut mir leid. Aber an der Stelle soll deine Bewegung hin. Ups, bewegt mich ja gar nicht. Da hat für mich auch Automatismus geschädigt, ne? Nicht Autismus geschädigt, sondern Automatismus geschädigt. Habe das jetzt natürlich schon häufiger ohne ihre Bewegung getanzt, ohne deine Bewegung getanzt. Aber das kriege ich hin, ich finde das gut. Ich stehe ja immer auf dem falschen Fuß. Es ist immer mein rechter Fuß frei. Und ich bin ja euer Spiegel. Eigentlich müsste ich das so machen, dass mein linker Fuß hinten ist und mein linker Fuß als nächstes losgeht. Das muss ich jetzt noch üben. Ja, das ist meine Rechts-Links-Störung, Leute. Das ist immer so ein bisschen doof. Da tut sich die Jenny schwer. aber die kriegen wir hin. Na? Okay, ich würde sagen, ihr habt jetzt auch raus, wie die Choreo sein soll. Na? Übt es ein bisschen. Und ich hoffe, nächste Woche bei sportdeutschland.tv baue ich dann auch richtig souverän schon diesen Achter mit ein. Jenny hat eine Hausaufgabe. Tschüss.